Willkommen zurück zu Sims 4. Und wie versprochen geht's auch gleich weiter mit unseren tollen nackten Männern und Weibleins. Im letzten Part habe ich doch, glaube ich, ein Buch gemacht, ne? Habe ich das nicht zu Ende gemacht? Ich dachte, ich habe es zu Ende gemacht mit ihm. Aber anscheinend nicht. Er war, glaube ich, zu müde, ne? Weiterschreiben, ja, der nackte Pedo. Das ist kein Kinderbuch. So, schön. Oh Gott, da musste ich eben kurz. So, ich habe gerade was getrunken. Puh. Wow, das ist nice, ne? Schön, schöner Typ, ja. Hast du was irgendwie mit ihm irgendwie? Wollt ihr was machen? Ja? Habt ihr Lust? Nein? Wenigstens bist du wieder angezogen. Danke. Ich finde dich toll. Du bist nett, ne? Super. Ja, feines Kind. Toll. Du willst doch nicht ernsthaft mit dem reden, mit dem nackten Pedo-Typen. Ach so, nein, das war nur angedeutet. Das war voll verarscht hier. Okay, du bist noch mega müde, das heißt Schlaf. Und du schläfst nackt auf der Couch. Oh, Johannes. Mach doch. Nein, fuck, 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 fuck. Heute machen wir mal alles heile, habe ich mir vorgenommen. Hast du eigentlich mal irgendwann frei? Morgen hast du frei. Das ist geil. Ach, ich dachte gerade, sie repariert es. Aber die reparieren es ja nicht. Super, geil. Danke, Luisa. Ja, Luisa kann sich übrigens auch tarnen, aber das kann ich ja irgendwie nicht machen, weil dann müsste ich sie ja spielen. Und wie man sieht, sind auch alle ziemlich traurig wegen, ja, weswegen wohl? Wegen Mariella, die Angst hat, aus ihrem Grab zu kommen. Das ist sehr traurig. Müssen wir mit leben, aber leider. Also, Horst, die hat es verstanden, dass es noch öfter passieren kann, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber was soll ich tun? Das ist halt scheiße alles. Welches Telefon klingelt? Da fliegt sofort raus. Sofort. Ach, von Sohe. Ach, von Sohe. Wow, ich bin müde. Warum? Es ist gerade mal in einer Minute 18 Uhr. An einem Sonntag. Nach Weihnachten. Ach oh Gott. Okay, mach weiter. Schlaf. Schlaf einfach, mein Kind. Dann machst du dein Buch fertig, dann isst du was. Dann reparierst du alles. Und dann nackt. Nackt. Ach, nein. Ach, hab dieses Wort aber schon im Kopf wegen diesem nackten, sehr. Oh, nee, ich will dazu nichts sagen. Alter, ich dachte gerade, sie hat ihr Bein so weit nach oben gemacht. Also ihr Arm wäre ihr Bein gewesen. Das wäre ziemlich komisch. Du kannst immer noch nicht kochen, ja? Oh Mann. Alter, wenn es gleich wegen dir nochmal brennt, ne? Dann verprügel ich dich so mega hart. Das mache ich wirklich mit Horst. Deiner Horst. André, ich glaube, ich sollte mal. Oh Gott, es tut mir so leid. Er muss aber noch ein bisschen schlafen, weil er ist ziemlich, ziemlich müde. Also lasst ihn bitte in Ruhe. Ihr nackten Scheiße. Ich wollte sagen, ihr nackten Schweine. Scheiße, dass ihr euch nicht umzieht. Und ich sage irgendwie so alles zusammen. Was auch immer. Ein Simoleon. What the fuck? Wow, das war wohl nicht so gut. Ach du Scheiße. Was soll ich mit einem Simoleon? Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt steh auf, hab keinen Bock mehr auf dich zu warten. Er ist aber nicht müde, ich verstehe es nicht. Was ist denn nicht. Re Oh, zeitgleich mit dem guten André, ne? Ja, André ist ein bisschen. Hast du dich gerade teleportiert? Okay, Leute, okay. Nein, das ist meins. Komm hierher und verprügel sie. Sag ihr über Probleme, Beschwerden und dann machst du hier einmal das Buch. Das ist wichtig, wir wollen doch Geld verdienen. Mit dem nackten Pedo. Los, schlag sie. Du musst sie verprügeln. Wegen Ablehnen trösten, meinetwegen, ist mir egal. Wenigstens, wir kommen hier ran. Nein, wir wollen dann schreiben. Weiterschreiben, der nackte Pedo. Komm, nimm sie in den Arm, das nackte Fräulein. Umarm sie bitte nicht. Betatscht, du betatscht sie mega. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Hier sind alles nur Chaoten. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Hör auf, mit ihr zu reden, mein Gott. Toll, es hat sehr, sehr viel Kinder fortsetzen. Kinder fortsetzen? Schön. Horst hat entdeckt, dass Luisa Jacob ein Alien ist. Willst du mich gerade verarschen? Xenophilie verhält sich wie der Captain einer Weltraumreise. Wow. Wow, kannst du sie jetzt verprügeln, weil sie. Leute, wollte ich mich irgendwie. Was ist denn los mit euch allen? Wir müssen bitten, Outfit zu zeigen. Nein. Nein. Versuchen aufzumuntern? Nein. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Horst ist ein böser Mann. Horst ist sehr dolle böse, denn er ist auch böse gesinnt. Seht ihr? Also nicht mal lange, dann kannst du was essen, dann reparierst du mal den ganzen Scheiß hier, mein Gott.
So, ersetzen. Nein. Backen. Nein, wir machen Brunchen. Wir brunchen jetzt Rührei. Nein. Wir essen. Wir kochen jetzt mal. Ach so, wir kochen jetzt mal. Das ist schön. Wir machen jetzt einfach mal einen Gartensalat. Partygrüße. Grüße. So. Beeil dich. Was für eine Errungenschaft. Horst hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in seinem Inventar abgelegt, damit es jederzeit lesen blablabla. Schön. Der nackte Pedo. Schön. Schön. Kannst du selbst veröffentlichen. Der nackte Pedo. Das ist kein Kinderbuch. Aber Kinder. Genre. Ich kann das wohl nicht aussprechen. Genauso wie Engagement. Ich kann sowas einfach nicht, okay? Hast du gerade ernsthaft das Essen auf dem Herd gelassen? Nein, ne? Guter Junge, guter Junge. Kannst du den Gartensalat fortsetzen? Glückwunsch, Horst hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Er hätte mehr verdient, wenn er die Rechte an einen Verlag verkauft hätte. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Hä, was? Was? Wie mehr verdient? Wie hätte ich das gemacht? Leute, was ist das? Nein, das ist mein Buch. Deswegen, wieso können wir nur das schreiben? Ach, weil wir schreiben üben müssen, ne? Ach nee, das muss Horst nicht machen. Horst muss übrigens jetzt noch schelmische Aktionen ausführen am PC. Warum machst du das Essen nicht? Weil er kocht. Oh, Leute. Dann reparier den Kühlschrank. Reparieren. Komm. Ach, du musst aber. Nein, ich müsste zuerst die Badewanne reparieren, ne? Egal, du machst es jetzt. So, Leute, ihr seid alle behindert, das wissen wir, und ihr seid immer noch alle nackt. Und ich hab Husten. Ja, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Das ist echt komisch. Horst hat irgendwas gemacht. Schön. Dann kannst du jetzt dein Essen weitermachen. Hör auf, dich aufzuregen, Horst. Das bringt nichts. Horst, genau. Pack alles, den ganzen Scheiß, die ganze Wut einfach in deine Finger hacken. Das ist schön. Super. Schön, schön, schön. Ja, das könnt ihr mal alleine sauber machen. Leute, hört auf, euch zu hassen. Ja, ihr stinkt alle. Wisst ihr warum? Weil ihr scheiß Kleid. Oh, ihr seid toll. Ich bin nur am Beleidigen, ne? Ich sollte mal irgendwie nett zu denen sein. Aber es ist schwierig. Denkt nicht an Johannes, der ist nämlich nackt. Ich bin nicht das nackte, eklige, schwule Fantasie mit Johannes hast. Nicht, dass ich irgendwas gegen Schwule hätte, aber du warst mal mit Melanie irgendwie zusammen. Ja, gut. Wir sind uns einig, ne? Nicht, hallo, erst zu so sagen, und jetzt wieder auschecken. Alter, dieser Junge. Hallo, ich habe gesagt, den Gartensalat. Wieso denn wegwerfen? Was ist denn? Hä? Leute, was? Hallo, was ist denn? Wieso kann ich den Gartensalat nicht essen? Ach, wa nein, bitte mach den nicht. Du machst das wieder scheiße. Alter, ihr seid wieder mir zu blöd. Ich mache jetzt hier das hier sauber. Heile. Was ist denn los mit euch, ganz ehrlich? Es funktioniert, es wird heile. Dann können wir auch mal gleich das hier reparieren. Schön. Und heile, sauber mache ich das aber nicht. Ich kann halt echt nicht reden. So, mach es, tu es. Und dann wirst du jetzt den Gartensalat essen. Ein Gericht nehmen. Schön. Schön, schön, schön. Und dann musst du mal auf die Toilette gehen. So, iss dein scheiß Gartensalat. Iss, setz dich dahin, Horst. Sei ein braver Junge. Genau, iss mit dem guten Jim. Jim-Knopf. Setz dich. Setz dich. Alle sind noch nackt, ne? Ich weiß nicht, warum die alle nackt rumlaufen möchten, aber ich finde das nicht schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, du isst, das ist schön. Ach, Johannes, Mensch, schön. Das ist aber toll, dass du dich umgezwungen hast. So, wir könnten. Wie weit bist du mit Schreiben? Ich finde die Sachen immer nicht. Hier schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben ist nicht so weit. Schreiben ist Level 2. Wieso kann ich da nur. Also, ihr seid alles scheiße. Wirklich jetzt. Oh Mann. Abwarten, was geschieht. Ja, oh, guck mal. Welches Telefon? Welches Telefon? Okay, nichts. Dann darfst du es essen, dann darfst du gleich hier wieder reparieren. Schön. Ich mag kein Bluescreen. Bluescreen ist scheiße. Na los, Horst. Du musst bald wieder zur Arbeit. Oh, fuck. Was ist passiert? Was ist passiert? Habe ich gefragt. Ihr habt Hunger. Okay, alles klar.
Gut, er hat es gleich geschafft. Wenigstens kriegt er das alles hin. Schön. Dann kannst du jetzt gemeine Sachen ausführen. Moment, bleib hier. Spiel spielen. So. Wie wär's denn, wenn wir es irgendwie. Web. Ich habe gelesen, Kinder durchsuchen. Oh mein Gott. Internet surfen? Nein. Nein. Kontakte knüpfen. In Foren provozieren können wir nur, ne? Okay, dann machen wir das auch. Alles klar. Dann hör auf, das zu machen. Dann machst du andere Sachen. Ich komme immer auf die Gruppe. Oh mein Gott. Dann kannst du danach aufs Klo gehen. Aufs Klo gehen. Danke. Und danach kannst du auch einmal. Oh, Leute, hört auf zu heulen. Ich weiß, Mariella ist weg, aber. Oh Gott. Ihr kriegt das schon hin, irgendwie. Irgendwie wird das schon. Ich muss übrigens noch eine Stufe hier aufsteigen, bevor ich. Ha. Horst muss abwarten, was geschieht. Das ist schön. Huch, oh Gott. Okay. Mach es noch einmal, bitte. Tu es noch einmal. Und dann musst du irgendwie nächstes Level kommen, ganz schnell. Kannst du hier mal ganz kurz schelmisch. Schelmisch sein. Schelmisch. Unfug. Ach, ist jetzt auch egal. Wir haben Geld bekommen. Was haben wir geschafft? Was? Was? Nein, wir müssen duschen. Okay, dann sind wir gemeinsam zu ihm. Komm, hier einmal kurz beleidigen. Entschuldigung. Entschuldigung, André. Ich will auch nur, dass er kurz nichts anderes macht. Wegen ab. Nein, wir trösten ihn, wir trösten ihn, wir trösten ihn. Hör auf, sei nett zu ihm. Dann sind wir mal ein bisschen gemein und sagen, weggehen. Nein, ich meine eigentlich Unfug. Falsche, schlechte Nachrichten. Ja, du bist traurig, André, ich weiß. Psst, psst, alles wird gut. Du machst einen Witz über ein Grab? Bist du bescheuert? Das ist nicht lustig, ne? Das ist echt nicht lustig, weil er gerade wirklich trauert, deswegen. Wir müssen noch ein bisschen Unfug zur falschen Party einladen. Oder auch nicht, weil er jetzt ganz aufs Klo muss, dann geh ganz schnell. Aber da ist jemand baden. Der Johannes ist eingeschlafen. Ah! Okay. Geh einfach. Geh einfach. Oh Gott, er ist eingeschlafen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Dann geh jetzt ganz schnell schlafen. Dann pinkelst du dir halt irgendwo hin. Ja, Mann, du kannst nicht. Du musst jetzt schlafen gehen, Horst. Ja, ich weiß. Ach Gott, geh schlafen. Schlaf einfach. Wenn du schläfst, geht das nicht runter. Nee, nee, nee. Hab ich gelernt. Alter. Johannes, aufwecken. Du wächst ihn jetzt auf, damit du aufs Klo kannst, ne? Das ist gerade wieder ein bisschen scheiße. Weck ihn auf. Weck ihn auf. Jetzt geh aufs Klo. Ja, nein, geh aufs Klo. Geh aufs Klo. Geh aufs Klo. Ja, fein, fein. Geh schneller. Nein, 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 nein. Nein. Horst. Wir brauchen das Herz. Was ist los? Och, Mensch. Ja, dann gehst du jetzt zur Arbeit. Hier zur Arbeit. Ah, Leute. Das geht ein bisschen schlecht runter, ne? Verstehe ich gar nicht. Fuck it. Welches Telefon klingelt? Ist mir auch egal, geht's arbeiten, mein Gott. So, er ist ja beschämt. Traurig. Wenigstens war er pinkeln. Ich hoffe, du gehst ja auch noch duschen. Mariella kann übrigens mal kommen. Dein Telefon klingelt. Vielleicht ruft Mariella an. Haha, nicht lustig. Okay. Mach trotzdem mal weiter mit euren Scheiß. Ach Mensch, ist doch alles gut. Zoe, wie lange bist du hier stehen und trauern? Danke. Bis sie merkt, dass sie müde ist und was Besseres machen könnte. Genau. Okay. Ach Leute, ihr seid alle so doof. Oh, was machst du hier so? Du bist immer noch nackt. Du bist noch nie duschen gegangen, kann das sein? Na, alle wieder müde. Ach, du machst sauber, Mensch. Schön. Ja, oh, fein. Er freut sich sogar dabei. Toll. Ja, toll. Ja, feiner Junge. Lass mal gleich überall hin posten. Ja, ich habe gerade voll viel sauber gemacht. Wow.
Oh mein Gott, er schläft doch gleich ein. Er schläft doch gleich ein. Ach, verdammt. Egal, du musst damit jetzt leben, wenn du einfach nicht auf die Toilette gehst oder was weiß ich was machst, dann hast du halt Pech gehabt. Wo wohnt denn da? Ah, wer wohnt denn da? Caliente. Keiner zu Hause. Okay. Gut, dann viel Spaß noch beim Schlafen und irgendwie kommt Mariella nicht. Finde ich traurig. Ich möchte mich eigentlich mit dir anfreunden. Schade. Das ist ja schade. Ich bin echt mega müde. Ich weiß noch nicht warum. Ach Mensch, ich habe eigentlich bis 9, nee, bis halb, nee, bis 8 habe ich geschlafen. Wow, warte, warte, was? Wow. Was bringt einen Sim dazu, neutral zu werden? Lass einen Sim 48 Sim-Stunden die Emotion okay behalten. Wer denn? Wer denn? Hilfe, ich habe alles kaputt gemacht. Oh Gott. Herr Werden, okay. Okay, alles klar. Wir haben es irgendwie geschafft. Da sind wir nicht traurig und nichts. Das ist aber schön. Also, wenn du zu Hause bist, gehst du erstmal ganz schön duschen. Und dann kannst du irgendwo schlafen. Glaube ich. Diese Challenge ist so schön. Ich hab die so gern. Alter, wenn du auf die Toilette musst, Melanie Waisenvogel, ich vergesse immer deinen Namen, Entschuldigung. Dann geh doch bitte auch aufs Klo. Ach, du bist da jetzt eingeschlafen. Ach, Mensch. Warte, wenn du doch badest, kannst du da auch einschlafen, ne? Nur mit deinem Schaumbad. Kannst du da wenigstens dran schlafen und sterben. Ganz friedlich, während du ein wunderbares Bad machst mit Schaum und. Ja. Du hast dir gerade ernsthaft in die Hosen gemacht. Alter, was ist. Wir haben übrigens eine Toilette. Und wenn ich es sehe, ist die Toilette. Oh, die ist kaputt. Oh, oh mein Gott. Dann machen wir hier kurz sauber. Besseres haben wir eh nicht zu tun gerade. Oh, Melanie. Melanie, musstest du gerade wirklich. Oh Gott. Jetzt nicht einschlafen. Wo ist ihr Kopf? Ihr Kopf war weg. Willst du dich gerade umbringen? Melanie, wir haben noch viel vor uns. Bitte bring dich nicht um. Kannst du das bitte mal irgendwie rauskommen? Melanie? Sie will sich schon wieder umbringen. Okay. Jetzt hör auf zu baden, Alter. Ganz ehrlich. Muss dich beschämt sein. Ja, komm. Mach es ein Schaumbad. Hör auf. Schaumbad nehmen. Schnell, schnell, schnell. Nimm ein Schaumbad. Nimm ein Schaumbad. Schön. Oh nein, ich hab den Salat hier vergessen. Nein! Ich bin so blöd. Ich hab den vergessen. Oh, verdammt. Freundlich zu Melanie sein. Melanie plaudern. Nö, kannst du vergessen. So, kannst du hier erstmal schlafen? Oh, es macht Spaß, während du. Oh, ist das toll. Schön, dann geht das alles ja hoch. Auch Spaß, das ist sehr cool. Bin stolz auf dich. Aber es tut mir leid, du kannst nämlich gleich wieder das Klo reparieren. Oh Mann, ist das nervig, ne? Das ist so nervig. Kannst du irgendwie sicher einschlafen? Selbstgeschichten erzählen mit sich selbst reden. Schön. Kannst du jetzt irgendwie hier schlafen? Nee, okay. Dann mach dich fertig. Oh, und ich bin müde. Dann reparier das Klo mal. Danach kannst du hier in das schöne Bett schlafen. Ja, ich repariere doch gerade das Klo. Also nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Du machst jetzt irgendwie auch nicht in den Pool, oder? Hast du dich gerade in die Hose gemacht? Ich dachte, er ist sie verhungert, ne? Pinnwand voll. An der Pinnwand können maximal Nachrichten sein. Aha. Okay. Wusste ich gar nicht. Dann, okay. Dann lasse ich mal ein paar Nachrichten, was? La 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 la. Ich blume mal ein bisschen vor. Und habe mal eine Sicht auf alle, während ich das hier alles wegmache. Ja, ist doch weg. Kein Plan, was es soll. Kenne mich nicht aus. Okay, so ist beschämt. Aber sonst geht eigentlich alles klar. Haben wir eigentlich mal langsam jetzt Post bekommen? Wir bekommen einfach keine Post. Was ist denn hier los, Mensch? Und er muss eigentlich mal wieder gemein sein zu allen. Obwohl, er kann das bestimmt nicht. Oh mein Gott, er hat heute frei, ne? Er hat heute frei. Das ist ja mega geil. Ich muss gleich noch ein Part aufnehmen. Macht gerade so viel Spaß irgendwie. Dann habe ich drei Parts und yay.
Ich glaube, ich nehme heute richtig viel Sims auf. Ich habe da so Bock drauf. Hallo, lässt mal den Müll da sein. Der gehört dahin. Liebe Sohl. Ich war voll, das mit irgendjemandem was anzufangen. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ach, Sohl, Luisa. Ach, Fräulein. Ach, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Wir haben echt keine Zeit für irgendwie was Nettes. Und ich muss gleich den Part schon wieder beenden. So, wer geht denn jetzt alles trauern hier? Nur Luisa, ne? Und hat sich gerade eingepieselt. Vor dem Grab, mein Gott. Ist das nicht peinlich, Luisa? Ist das nicht. War das gerade der Geist oder war das einfach nur. Guck mal, ein Smiley! Das ist eine Nachricht von Marisa. Sie freut sich. Das sind die Augen, das ist der Mund. Voll glücklich ist sie. Toll! Marisa, sage ich schon. Ich meine. Mariella. Ich bin gerade verwirrt. So viele Namen mit M. Eigentlich gar nicht. Melanie und Mariella. Oh Gott, oh Gott. Okay, und sagen, hier beende ich den Part. Ich mache dann gleich weiter, weil ich habe voll diese Lust. Und der nackte Pedo bringt mehr. Ham. Was auch immer, Boris hat nicht so cool. Der nackte Pedo, dafür interessieren sich die Kinder schon mehr, ne? Bis zum nächsten Part. Ciao.